Wann gibst du Stück Müll endlich mal deinen Followern was zurück, du Keck? Ich kann euch beruhigen, liebe Freunde, den Kommentar habe ich gefaked, den habe ich nämlich selber geschrieben. Denn es ist soweit, liebe Freunde, euch was zurückzugeben und das war die perfekte Überleitung für mich. Ihr seht im Hintergrund 1000 Sachen, obwohl man sieht gerade gar nichts, aber ich habe für euch extra Shots gemacht, damit ihr es seht. Ich war für 10.000 Euro einkaufen, das ist kein Spaß, für 10.000 Euro bei Saturn. Ihr seht ja gerade, was ich alles gekauft habe. iPhones, Nintendo Switches, Dysons, Tony Boxen, Apple Kopfhörer, Tablets, alles ist dabei und ihr müsst mir dafür tatsächlich einfach nur auf Instagram folgen, nicht mehr. Nicht weniger. Ich wollte keine riesen Verlosung machen mit anderen Influencern und man muss dann irgendwie 10 Leuten folgen, die man nicht fühlt und man hat der ganze Scheiß drumherum. Nein, liebe Freunde, hier geht es wirklich einfach nur darum, dass die Leute, die mir folgen, was zurückbekommen. Und es gibt auch Bonuslose, könnt ihr euch ja dann durchlesen. Ihr müsst diesen Beitrag suchen und da könnt ihr es euch einmal durchlesen. Es gibt Bonuslose, die habt ihr alle schon automatisch, falls ihr mich hier auf YouTube schon abonniert habt. Wenn man mich auf YouTube abonniert hat, kriegt man ein extra Los und so weiter. Genau, es ist am Ende des Tages eigentlich ganz einfach. Und falls ihr eine der Sachen braucht, die gerade hier eingeblendet wurden, dann macht gerne mit. Auf Instagram heiße ich derSeddo. Nach welchem Beitrag ihr suchen müsst, habe ich euch gerade gesagt. Und ich würde sagen, wir starten mit First. Ah, ich habe vergessen. Ich habe unter die ganze Verlosung vergessen zu schreiben, bis wann die geht. So, jetzt hätten wir das auch geklärt. Das Gewinnspiel geht bis zum 1.5. um 12 Uhr, liebe Freunde. Wisst ihr Bescheid. Wir gehen rein in die Reaction. Link zu RTL Plus findet ihr natürlich in der Beschreibung. Let's go! Aha, aha. Also meine Freunde werden mich beschreiben als unternehmungslustig, höflich, nett, lustig, ja. Schwarzer Humor, sagen sie mir noch. Oh, da haben Michaela und ich aber, Manuela und ich aber was gemeinsam. Bürokauffrau aus Salzburg in Österreich. Big Respect, Alter, wenn man aus Österreich hier hinkommt, um First Dates zu drehen nach Köln. Dumm, auf mich kommen sie verlassen. In einer Partnerschaft ist mir einfach wichtig, dass der Mann einfach, ja, dass er nett ist. Also ich mag nicht, wenn es so ganz ernst, so ein Besenstiel im Rücken. Also er soll schon lustig sein, nett und soll gerne... Meinte sie damit gerade einen Stock im Arsch mit Besenstiel im Rücken? Ich muss Unternehmer. Unternehmer muss lustig sein. Das ist mir wichtig. Hallo Roland, Manuela. Hallo Manuela. Aus Salzburg. Aus was? Salzburg. Aus Salzburg. Mhm. Und warum kommst du zu uns? Ja, lassen wir mal überraschen. Ich habe nie ein Blindtag gemacht und lassen wir überraschen. Du hast gesagt, du bist einfach mutig, hast nichts zu verlieren und möchtest einfach mal schauen, was auf dich zukommt, wenn mal jemand anders wählt, außer du selbst. Ich find's eh cool. Guck mal, bei mir ist das ja nochmal was anderes. Ihr habt mich überredet, in Anführungsstrichen, dass ich da hingehe. Ich weiß übrigens immer noch kein Datum von meiner Folge. Da war das so, ja komm, 1 in 1 gleich 2. Ich weiß aber nicht, ob ich so private jetzt da hingegangen wäre, so auf den. Aber ich habe irgendwie dicken Respekt vor den ganzen Leuten, die das durchziehen. Auf jeden Fall. Er sollte schon schlank sein, sportlich und einfach gepflegt sein. Auf das lege ich ganz viel Wert. Dass er schöne Zähne hat, gepflegt ist. Oh, wir sind total nervös. Alles gut, Kathi. Alles gut. Hallo, ich bin der Chrissy aus dem Dinoland. Ja, und ich habe heute dabei meine Assistentin, die Kathi. Betreibt ein Dino-Park? Was ist denn ein Dino-Park? Dino-Park. Münchenhagen, Deutschlands größter Dinosaurierpark. Lebensgroße Modelle. Ach, da sind einfach Modelle drin. Ich check, okay. Okay, wissen wir Bescheid. Hallo, hallo, ich bin total nervös. Alles gut, alles gut. Stell dich vor. Ja, ich hab doch schon gesagt, du bist die Kathi. Oh, Mann, ich bin total nervös. Ja, okay. Ja, gut, okay. Also, ich bin Quatschmacher. Er ist absoluter Quatschmacher, Digga. Absolut empathischer, gefühlvoller, spontaner, lustiger Typ. Und ich denke, mindestens eine 6 mit Zusatzzahl für jede Frau. In meinem Herz
Herzen leuchten 1000 Sterne und du wirst sehen, dass sie ewig blühen. What the freak? Hä? Warum singt... Wer ist er? Was tut er? Ich habe gerade so eine normale Folge erwartet, so von so zwei 50-Jährigen halt, aber nee. Was tut er? Für dich, für heute und immer, für alle Zeit. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt wollen wir uns erst mal kennenlernen. Ne? Stellt euch mal vor, er hat so wenig, also so viel Selbstbewusstsein. Das ist so einer, der in der Bahn singen kann. Ne? Kennt ihr, wenn Leute in den Bahn steigen und dann einfach singen oder so? TikToks drehen auch? Krass. Boah. Mein Dad ist manchmal so, wenn er übertreibt, wenn er seinen Tag hat und so übertreibt, dann ist er auch so. Dann spricht er alles und jeden an und so, ist mega unangenehm. Ah, ein wenig verrückt. Das habe ich mir gedacht. Aber es war lustig, doch. Hallo, Manuela. Ich bin der Chrissy. Hallo. Sie ist eine sehr gut aussehende, sportliche, tolle Frau. Ich war sehr positiv überrascht. Das ist die Kathi, okay. meine Assistentin. Mhm. Also ich habe einen Dino-Park, das Dino-Land. Okay. Und die Kathi ist meine Assistentin in der ersten Show. Mhm. Schau, der Roland. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Roland, hallo, ich grüße dich. Servus. Hi. Freut mich. Das Dino-Land ist ein Familien- und Freizeitpark auf 4 Hektar. Es gibt dort 75 originalgetreue Dinos. Ein Drittel davon sind animiert, animatronisch bewegt. Wir haben Bereiche, wo Kinder spielen können. Also richtig, richtig toll, wo ein Tag nicht genug ist. Ich hoffe, wenn meine Folge kommt, ich hoffe, die machen da genauso gut, schneiden genauso gut Werbung für meinen Kanal rein, wie er gerade für sein Dino-Land gemacht hat. Das ist ja geisteskrank. Die gönnen ja richtig First Dates. Mashallah. Das ist natürlich für dich. Ne? Okay. Das ist ein Geschenk. Muss ich zu ihr? Ja, alles gut. Du musst zu ihr. Du darfst zu ihr. Kommst du nicht? Na, werden wir sehen, werden wir sehen. Also, liebes First Date, das ist für dich. Irgendwie vermisse ich sie jetzt schon, aber ich denke, die Manu wird sie gut pflegen und sie ist bei ihr gut aufgehoben. Ja, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich ein Kuscheltier bekommen habe. Ja, war ich schon ein wenig überrascht, aber why not? Ist mal was anderes. Man muss sagen, die Gedanken, die er sich gemacht hat, sind schon krass süß. Also es ist schon sehr kreativ. Auch sie hat jetzt gerade irgendeine Tasse ausgepackt oder so. Kann er wieder aus dem Bild? Naja, ist ja süß. Die Kinder. Du klingst tirolerisch? Salzburg. Salzburg. Seit Johann im Bongau. Ah, okay. Aber leben tue ich da in Salzburg. Wo in? In Salzburg. In Salzburg. Da in Oberndorf. Und du singst nebenher, oder? Ja, ich bin Sänger und natürlich Dinoland-Betreiber. Mhm. 7 Jahre Opernausbildung gemacht in Passau. Mhm. Seine Stimme fand ich ja eh gut. Ich fand die krass. Ich fand seine Stimme krass. Ich dachte erst, es wird so obercringe. Aber man merkt, dass das so ein bisschen professionell war, das Ganze. Man merkt es low-key, oder? Also ich finde schon. Kann ich gut singen. Also dann Prost. Jetzt zum Wohle und auf einen schönen Abend, Manu. Es war auf jeden Fall mal was anderes, weil es ist einfach trotzdem interessant, wenn du ein Mensch kommt, den du nicht kennst und genau, und du weißt ja nicht, was kommt auf dich zu, aber war schon, na war cool, gibt's gar nichts. Soll ich mit ihm a Gassi gehen, oder? Ja, genau. Was hat er gesagt? Ja, Gassi, das heißt, nein, ich hau vorher. Alles klar, das Gassi war vorher schon. Ne? Soll man einen dritten Stuhl an den Tisch stellen? Na klar doch. Okay, gut, dann. Unbedingt. Komm mit. Es war ein klein wenig verrückt, war schon und... Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn mein Date jetzt so ein Kuscheltier mitgebracht hätte und so diese Moves gemacht hätte, ich glaube, ich hätte es kurz witzig gefunden, aber halt nicht so witzig, dass ich sagen würde, wow, du sammelst gerade damit Pluspunkte. Es wäre eher so ein, ja, reicht jetzt langsam. Mit dieser Kopfstimme und so. Reicht. Ist okay. Wir haben es verstanden, aber ist okay. Es ist mit Sicherheit, er ist einfach künstlerisch und die sind auch ein bisschen extrovertiert, aber für mich persönlich war das fast ein wenig zu viel. Check ich, aber fühl jetzt ich. Gar nicht im Negativen, sondern halt, ich bin das halt nicht ganz so. Wie lange bist du Single?
jetzt ein Dreivierteljahr. Ja, noch nicht so lange. Es war einfach dem geschuldet, zu viel Arbeit. Ich meine, man lernt daraus, dass wenn du heute... Ich wollte gerade sagen, du hast ja jetzt nicht weniger Arbeit vermutlich, oder? Das ist einerseits richtig, nur weiß ich schon, worauf es drauf ankommt in einer Beziehung, dass man durch die Finger gleiten lässt. Ja, so, wenn es nur mehr nebenher läuft dann. Ja. Ist auch schade. Ja. Hat dein Bank 7 Tage geöffnet? Nein, nur Samstag, Sonntag. Und in der Schulferienzeit von Mittwoch bis Sonntag. Okay. Aber es kommen im Jahr auch 130 Tage und das sind natürlich die anderen Tage, wo du dann Bestellungen machen musst. Was ist das anders zum tun, gell? Ich glaube, dass Christi auf jeden Fall ein Workaholiker ist. Und schon sehr viel arbeitet und ich glaube, dass das schon schwierig wäre. Ich sag euch ehrlich, hatten wir ja schon so einen kurzen Talk drüber, aber bei mir ähnlich so, dass die letzte Beziehung so ein bisschen daran gescheitert ist, aber auch mitunter, weil es ein bisschen auch darauf ankommt, wie man das Ganze kommuniziert und wie man das Ganze angeht mit seinem Partner. Wenn dein Partner weiß, dass die Arbeit sehr wichtig ist von Anfang an, dann ist es ja vielleicht wieder was anderes. Dann kann man ja drüber reden. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist so oder so schwierig. So oder so könnt ihr alle Leute, die richtig, richtig, richtig viel arbeiten, fragen, die eine Beziehung führen. Und dann werdet ihr merken, ist nicht so einfach. Das unterzubringen. Aber ich denke, wenn er jetzt richtig verliebt ist und das war's, dann wird schon gehen. Was ist für dich wichtig in einer Beziehung beispielsweise? Ja, was ist für mich wichtig? Also was für mich ganz wichtig ist, dass man lustig ist. Also jetzt nicht übertrieben lustig. Der, wo es ein ganz lokal unterhalten ist, das war ich jetzt nicht. Aber schon nicht so nicht. War das Loki ein Stich, ne? Der, wo das ganze Lokal unterhält, brauche ich jetzt nicht. Hat er ja gerade gemacht mit seinem Auftritt. Ernst, nicht so. Okay. Zum Loch in den Keller geht. Man soll schon ein bisschen Spaß am Leben haben, oder? Generell. Nicht immer alles so ernst nehmen. So wie du da reinkommst und eine Opern singst. Ja, ich bin ein spontaner Typ, der einfach. Ja. Jetzt bist du nicht verlegen, gell? Nein. Ich würde mir das nicht trauen, dass ich da jetzt rein tanze und singe. Nein, niemals. Ja. Nein, das bin ich nicht. Die Manuel. Würde ich mich aber auch nicht trauen. Überhaupt nicht. Also dieses, ja, man wurde irgendwo gebucht und steht auf einer Bühne und alle wissen, dass jetzt jemand kommt und dann auftritt, das würde ich mich trauen. Aber dieses random in eine Situation platzen und alle Sachen auf mich richten, reicht doch, Leute, muss doch nicht sein. Hör mir einer auf. Er ist ein Typ, der zwar vielleicht jetzt nicht so spontan ist und vielleicht nicht so extrovertiert wie ich, aber ich denke doch, die kann ein Kumpel sein, eine Freundin, nicht nur ein Partner, mit der man auch Spaß haben kann. Also so würde ich sie schon einschätzen. Sag mal, Doreen, ja, mein Schatz. Was gibt's eigentlich heute für uns so heute? Zum Schneckedein? Ja, heute gibt es einen Kartoffelstampf und dann gibt es einmal Frikadellen. Dann gibt es einen Feldsalat, einen Feta-Käse-Gurkensalat. Oh, Kartoffelstampf und Frikadellen, ne? Hat sie mich gerade wieder auf was gebracht. Habe ich ja wieder richtig Bock. Ist die Kamera heute dunkler? Naja, gut, euch wird's eh nicht auffallen, weil Dennis hat es ja alles im Griff, aber ist sie dunkler? Und denn bisher gibt es heute eine Tonkabohnen-Creme-Brûlée. Oh. Du weißt, ich bin sonst nicht die Dessertmaus, aber heute... Möchtest du eine Tonka-Creme-Brûlée essen? Bitte reserviere mir eine. Das mache ich. Wie schaut du dein Idealtyp aus? Moment. Wie schaut denn dein Idealtyp aus? Das ist dann die Frauen immer gern zur Gegenfrage. Werde ich gleich beantworten. Mhm. Aber jetzt einmal... zu wie viel Prozent, jetzt einmal von der Optik jetzt her, zu wie viel Prozent würde ich deinem Idealtyp entsprechen? Na, die Prozent, das können wir jetzt nicht ausrechnen. Naja, aber sagen wir mal, schon eher fast. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich muss jetzt aufstehen und gehen. Ja, aber es ist, also wenn sie es so sagt, dann ist es offensichtlich nicht ihr Type. Aber Prozente will sie halt nicht sagen, weil ne, kann halt auch in die falsche Richtung gehen. Aber ist ja nicht schlimm, wenn man optisch nicht der Type ist, ja nicht schlimm, weil man kann so viel mit Sympathie und Charakter rausholen. Da habe ich aber Glück gehabt.
Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt nicht so mit Prozent rechnen. Und schon gar nicht beim Date. Und das kann man auch, ich glaube, noch an Essen gar nicht in Prozente rechnen. Das geht nicht. Also ich denke, dass die Manu schon aufgeregt war und versucht, sie so ein bisschen mit so einfach Fragen aus der Reserve zu locken. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, das Eis zu schmelzen. Aber ich muss sagen, du hast eine ganz tolle Bluse an. Danke. Du auch? Ja. Ja. Irgendwie sind die süß zusammen, aber irgendwie kann ich es gar nicht einschätzen. Und ich glaube, ich werde jetzt wieder die Kamera einstellen. Look selber fand ich schon top. Ja, nein, sein Look war eh cool. Gefällt mir ja. Absolut. Eh cool. Die jugendliche Art, das jugendliche Aussehen würde zu mir passen. Ja, meine Lieben, ich habe schon die Box für euch. Super. Die Rechnung. Ich stelle sie mal in die Mitte. Na, wo stehst du mir? Darf ich dich einladen? Ja, danke. Am Date selber war jetzt nichts, was mir nicht gefallen hätte. Also es war wirklich sehr entspannt. Und so habe ich es jetzt auch wahrgenommen. Also diese locker Flow Vibe. Der Anfang ein bisschen cringe, aber ist ja nicht schlimm. Hat sie ja jetzt nicht abgeschreckt. Ja. Er zahlt noch, er hat Manieren, er ist höflich, keine dummen Sprüche, ist doch gut. Atmosphäre, also da war jetzt nichts, was irgendwie negativ gewesen wäre für mich. Es war wirklich nett. Von Ihrer Seite denke ich, wird es auf jeden Fall ein zweites Date geben. Schau mich an. Tschüss. Danke. Ciao. War schön. Also, ciao. Herzlichen Dank. Ich finde sein Selbstbewusstsein einfach nur geil. Ich finde sein Selbstbewusstsein maximum geil. Chrissy, Manu und Kathi. Seht ihr euch wieder? Also Manu, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von meiner Seite aus wäre für mich ein zweites Date unbedingt wichtig, um dich näher kennenzulernen. Ja, Chrissy, das Essen war sehr angenehm, war sehr schön. Du bist ein total lieber Mensch. Aber irgendwie hat doch bei mir ein bisschen was noch gefehlt. Von daher würde ich kein zweites Date möchten. Okay, verstehe ich, akzeptiere ich. Dann bleibe ich weiter Single. Ne? Das wird sich bald ändern. Ja, gut. Sie hat ihn gekorbt. Ich habe es mir am Anfang so low-key gedacht, weil sie war nie so richtig into der ganzen Sache. Sie ist auch nicht so richtig warm geworden. Aber zwischendrin dann dieses Lachen und Lächeln und hihi, ha, hu. Ich dachte, das wird was. Aber gut. Auch ich kann mich mal täuschen, liebe Freunde. Es ist, wie es ist. Vergesst nicht. Wollt ihr auch ein... Oh, scheiße, ich komme nicht dran. Mein Stuhl ist immer noch kaputt. Und ich verlose iPods, AirPods Max und iPhones, Digga. Hauptsache, ihr bekommt was zurück. Übrigens, kleiner Funfact. Ach nee, mache ich im nächsten Video. Scheiß drauf. Checkt die Verlosung ab. Das war's mit dem Video. Bis morgen, 14 Uhr. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.